mit der Passage. Also irgendwie müssen wir das jetzt finanziell regeln. Ich habe 25 Rubel. 380 Kilometer, 25 Rubel. Naja. Ja, komm, ist doch kein Problem mit der Kohle, das mache ich schon. Geht auf meine Rechnung. Was hast du denn da in dem Bündelchen? Ist mein Bündelchen. Komm aus der Schweiz, war da in der Psychiatrie. Es hat sich um ein eigenartiges Nervenleiden gehandelt, ähnlich der Epilepsie oder dem Veitstanz. Rätselhaft. Übererregungsvorgänge im Gehirn, relativ kurzdauernde plötzliche Veränderung des Bewusstseins, Denkens, Verhaltens, der Anspannung der Muskulatur. Und? Haben Sie es kuriert? Nee, die haben es nicht kuriert. Hat sicher eine Menge Geld gekostet, was? Sind halt die Schweizer. Die ziehen uns Russen das letzte Geld aus der Tasche. Ja, ja. Vor 5 Tagen bin ich genau wie Sie mit dem kleinen Bündel vom Vater nach Skow getürmt, zur Tante hin. Da hat mich dann das hitzige Fieber umgehauen. Ist er wohl alleine gestorben. Moment, kennen Sie doch. Sie sind doch Rogoschin, der das Ganze geerbt hat, das Riesenerbe. Pass auf da! Leute, ich bin völlig fertig. Ich schaff das nicht mehr. Können wir nicht mal eine Pause machen? Das ist doch eine gute Idee. Wollen wir ein Bierchen trinken? Du musst nicht mal unbedingt besuchen kommen. Dann wollen wir dir diese komischen Hosen ausziehen. Ich kauf dir was. Pelz, Wrack, Weste. Und dann stopfen wir dir die Taschen voller Geld und dann machen wir einen Besuch bei Nastassja Filipowna. Kommst du mit? Es wird mir das größte Vergnügen sein zu kommen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie mich gern haben. Vielleicht will ich sogar heute schon kommen, wenn es meine Zeit erlaubt. Weil Sie mir, ich gestehe es aufrichtig, ebenfalls sehr gefallen haben. Ganz besonders, als Sie von den Brillantohrringen erzählt haben. Sie haben mir aber schon vor den Ohrringen sehr gefallen, obwohl Ihr Gesicht düster ist. Ich danke Ihnen ebenfalls für die angebotenen Kleider und den Pelz, denn ich werde in der Tat sehr bald neue Kleider und einen Pelz benötigen. Geld habe ich nicht. Schwindsüchtige verlieren im letzten Stadium anfallweise den Verstand. Davon habe ich ja gehört, aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Am besten Willen, ich weiß es nicht. Ja? Schöne Frau. Ist mir egal. Es macht keinen Unterschied, glaube ich, ob ich zu Hause sterbe. Mit Blick auf meine Ziegelmauer oder in der Natur, irgendwelchen Bäumen. Es lohnt doch nicht, die 14 Tage, die ich noch zum Leben habe. Maximal. Mhm.
Also, Sie kommen wirklich aus der Schweiz? Psychiatrie! Es hat sich um ein eigenartiges Nervenleiden gehandelt, ähnlich der Epilepsie oder dem Falztanz. Rätselhaft Übererregungsvorgänge im Gehirn, relativ grundsdauernde plötzliche Veränderungen. Wie noch schon erzählt vorhin. Bist ein Schweizer Jut. Städtele brennen, Kuchenkästchen brennen, Lichtli brennen, Bettlein brennen, alles brennt, ha? Bist ein Jut? Was mit der Judenscheiße, du Nazi, du! Auf damit! Hat er viel geerbt von seinem Vater. Du kannst auf der Straße! Verstehst du das? Ich hab 20 Rubel! Ja! Das ist ja Stopp und Dusche! Und die ganze Zeit Weiber! Die Ohrringe werden jetzt vergütet. Ha? Da gibt es ganz viel Geld für die Ohrringe. Hat er Brille gekriegt? Für Nastassja Filipowna hat er ganz viel Brille gekriegt von seinem Vater. Ja? Seid doch mal nett zueinander. Alles vergütet! Seid doch nett zueinander. Küsst euch doch. Was? Schlag mir in die Eier, hä? Schlag mich, hä? Je mehr du mich bringst, desto mehr brauchst du mich. Komm, schlag mich! Ah, ja, brauchst mich, ja, du liebst mich, ja! Schlag mich! Die kenne ich. Die kennst du überhaupt nicht. Erstaunliches Gesicht. Einfach, weil du so depressiv bist. Sonst wird dir viel besser gehen. Weißt du, das ist einfach so. Das Problem ist nicht die Krankheit. Es ist die Depression. Verstehst du? Depression, die haben wir ja alle. Ist egal jetzt. Russen, Franzosen, Belgier und so. Ist total egal. Aber aus der Depression kommt man auch. Muss man es nur willen. Verstehst du? Muss es willen. Du, ich kenne auch so viele Therapie für Depressionen. Und dann sofort weg, ja? Verstehst du? Ist einfach so. Sag mal, gefällt dir nicht, dass ich mal jemanden kennenlerne? Ja? Ich darf auch mal glücklich sein, oder? Ich möchte doch, dass du glücklich wirst. Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Ich will einfach raus von dieser Familie. Verstehst du das? Ich kann euch nicht mehr sehen. Ja? Ich will doch, dass du glücklich wirst. Ganz anders erleben. Verstehst du das? Ich will doch, dass du glücklich wirst. Lieber 3 Tage mit dem Auto, als mir sowas anhören. So peinlich.
Würden Sie denn eine solche Frau heiraten? Ich? Ich kann doch nicht heiraten, ich bin nicht gesund. Aber sagen Sie mal eher. Jemand wie er hier, Rogoschin, würde er Sie heiraten? Ja. Er würde Sie heiraten. Am liebsten gleich morgen früh. Er würde Sie heiraten und nach einer Woche würde er Sie töten. Töten? Haben Sie mal eine Hinrichtung gesehen? Ja, ich habe es in Frankreich gesehen. Schneider hat mich mitgenommen. Gehängt? In Frankreich wird nur geköpft. Ein einziger Augenblick. Sie legen den Menschen hin und schon fällt so ein breites Messer herab in einer Maschine. Sie nennen es Guillotine. Der Kopf springt ganz schnell weg, einfach im Nu. Die Vorbereitungen sind qualvoll. Es ist gut, dass die Qual nur kurz ist, wenn der Kopf wegfliegt. Ja. Diese Qual, das ist entsetzlich. Immer steht mir alles vor den Augen. Bestimmt 5-mal habe ich davon geträumt. Was tust du uns eigentlich an? Ach, ich will gar nichts. Ich lehne doch auch nicht ab. Ach, ich habe mich wahrscheinlich nicht richtig ausgedrückt. Es fehlte gerade noch, dass du ablehnst. Es geht jetzt um deine Bereitschaft, um die Freude und die Lust,
mit der du ihre Watte entgegennimmst. Hm? Wie sieht's bei dir zu Hause aus? Na, saufen, saufen, saufen. Wissen Sie selber, der Alte säuft. Na, siehst du, mein Junge, es wird alles gut. Es wird alles gut, ich helfe dir. Ivan Fjodorowitsch, Sie wissen doch selbst, die ganze Stadt ist voll mit den Bildern. Die Schande, Ivan Fjodorowitsch, wie soll ich denn damit leben? Wie denn? Meine Familie, mein Vater, meine Schwester. Bitte, bitte gern, aber ich... Ich hab doch auch damit gelebt. Und sogar sehr, sehr gut gelebt. Ich hab ihn in den Arm genommen. Ab nebendran habe ich Brennholz geklaut, habe uns um Eis gekümmert. Wir haben nichts zu essen, aber wir haben leeren Magen gehabt. Gar nichts haben wir gehabt. Ja? Und dann macht er sich über mich lustig, über die Gräfin Dübery. Hört er mir zu, dass ich der Gräfin Dübery für die Gräfin Dübery ein Kreuz geschlagen habe. Warum habe ich für die Gräfin Dübery ein Kreuz geschlagen? Weißt du überhaupt, wer die Gräfin Dübery ist? Weißt du das? Kannst du dich daran erinnern? Wer das ist? Weißt du nicht. Hast keine Ahnung. Sehe ich deine Visage an, dass du keine Ahnung hast. Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich im Lexikon, habe ich von der Gräfin Dübery gelesen. Ja, habe ich gelesen, hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Die Gräfin Dübery, das muss man sich vorstellen, das war eine Gräfin, die ist aus dem unten, von unten ist sie hochgekommen. Ist sie eine Kaiserin geworden. Ja, und diese Dübery, ja, die hat regiert, die hat anstelle der Kaiserin regiert. Und der päpstliche Nuntius, der ist extra aus Rom, ist dann nach Paris gekommen und hat für sie gesprochen. Das weißt du gar nicht, kannst du gar nicht erinnern. Und weißt du, wie sie gestorben ist? Hast du eine Ahnung, wie sie gestorben ist? Das weißt du auch nicht, ne? Das hast du gar keine Ahnung, kannst du mir gar nichts erzählen davon. Ja, weißt du, so, es war nämlich so, die Gräfin Dübery, an den Haaren ist sie durch Paris. Was ist das? Wisst ihr, ich war in der Schweiz. Versteht ihr? Ich habe da ein kleines Mädchen gesehen, ein ganz kleines Mädchen. Sie hieß Marie, sie sah genau aus wie du. Die hat in einem ganz kleinen Häuschen gelebt. Ein kleines Häuschen. Und die Kinder haben sie mit Steinen beworfen, verstehst du? Einfach mit Steinen beworfen. Und ich habe den Kindern gesagt, ihr dürft doch die kleine Marie nicht mit Steinen bewerfen. Das ist ein kleines, krankes Mädchen. Der Dorflehrer Jules Thibault hat gesagt, du spinnst doch, du kannst doch so nicht mit den Kindern sprechen. Das sind doch Kinder, du verdirbst die Kinder. Aber ich habe ihm gesagt, den Kindern darf man alles erzählen. Kindern darf man alles erzählen. Man muss ihnen nichts verschweigen. Aber ihr dürft doch nicht Marie mit Steinen bewerfen. Diese verdammten scheiß Schweizer. Magst du noch ein Käsebrötchen? Verstehst du, was ich meine? Hast du schon mal jemanden mit Steinen beworfen? Das macht man nicht, oder? Und die... Alle Leute, der hat sie auf den Boden gelegen. Wie eine Spinne haben sie sie angeguckt, wie eine eklige Spinne. Und haben zu ihr gesagt, Marie. Selbst die Mutter hat zu ihr gesagt, sie hat so getan, als wenn sie sie gar nicht kennen würde. Und ich bin heimlich zu Marie gegangen und habe den Kindern gesagt, ihr müsst doch mal Marie irgendwie helfen. Und dann haben die Kinder ihr Blumen geflochten und ihr Kleider gebracht. Aber dann ist Marie viel früher gestorben, als ich gedacht habe. Ich hatte mir gedacht, sie würde viel länger leben. Aber sie war schon tot, bevor es da war. Und die Kinder haben ihr Blumen geflochten und haben zu mir gesagt, je vous aime, Marie. Weißt du, was das heißt? Kannst du Französisch? Je vous aime, Marie. Ich liebe dich, Marie, haben die Kinder zu ihr gesagt. Ich mag nicht gerne mit Erwachsenen zusammen sein, weil die Erwachsenen denken immer, ich war ein totaler Idiot, ein Trottel. Aber wie kann ich denn ein Idiot sein, wenn ich selber weiß, dass... Ich mag die nicht. Ich bin viel lieber mit Kindern zusammen. Komm, wir können ja noch was zusammen trinken. Möchte noch jemand was? Ich. Oh. Ich habe sie ein einziges Mal geküsst. Aber nicht, weil ich in sie verliebt war. Ich habe sie ein einziges Mal geküsst, weil sie mir leid tat. Und deswegen haben die Kinder gedacht, du bist verliebt, du bist verliebt, du bist verliebt. Marie. Aber ich war gar nicht verliebt in Marie. Ich hab ihr einen Kuss gegeben und ich habe ihr nur einmal gesagt, ich bin nicht verliebt in dich, Marie. Ich gebe dir nur so einen Kuss, weil du mir leid tust.
Und am Anfang hatte sie Angst, aber dann hat sie gedacht. Dass ich ihr nichts Böses will. Ich bin seit 4 Jahren nicht mehr in Russland gewesen. Und wie habe ich Russland verlassen? Beinahe geistesgestört. Ich, ein Idiot, ein richtiger Idiot. Damals wusste ich nichts und jetzt weiß ich noch weniger. Ich bin auf gute Menschen angewiesen. Ich habe ein Anliegen. Ich brauche einen Rat. Ich rede natürlich viel zu viel. Nein, nein, bitte schön. Bitte schön. Ich werde versuchen, nicht zu stören, denn ich mag nicht gerne stören. Vielleicht langweile ich Sie. Nein, nein, bitte, bitte. Ja. Gefällt sie Ihnen? Nee. Ich habe gestern so eine gesehen. Ein erstaunliches Gesicht. Das Gesicht ist heiter, aber sie muss entsetzlich gelitten haben, nicht wahr? Die Augen. Diese Augen und diese beiden Knochen, diese beiden Punkte unter den Augen, wo die Wangenknochen beginnen. Was denn, was denn, was denn? Sie kennen Nastassja Filipowna? Ja. Ich habe sie gesehen gestern. Schön. Unheimlich schön. Das sind mir aber schöne Neuigkeiten. Jetzt sieht die Sache aber anders aus. Heute steckt vielleicht 1 Million dahinter. Und Leidenschaft. Eine grässliche Leidenschaft. Man weiß doch, wozu diese Herrschaften fähig sind. Wenn sie in die Schüssel steigt! Wie Rogoschin? Ich soll mich von ihm fernhalten. Ja, es wäre empfehlenswert. Neffe, 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 Neffe. Kommt immer sehr gut an. I traveled the world and the 7 seas. Everybody. Mach dir doch mal. Ich nicht. Ich bin zu alt für so eine Stangennummer. Mach dir doch mal, ihr nassen Hühner. Nee, ich tanze nicht. Na los, mach doch mal! Ich bin zu deprimiert. Ich tanze nicht. Was denn? Sowas gefällt dir, ja? Naja. Ja, dann mach ich's halt. Auf wen führt das? Wer hat den Mut, für euch sich zu schämen? Wir. Wer lässt sich unsere Zukunft nicht nehmen? Wir. Wer sieht euch alte Kirchen spielen und muss vor euch jede Achtung verlieren? Wir. Na und du? Was ist mit dir? Jetzt komm, das sind doch die kleinen Freuden der Männer. Mach doch mal! Sein Pensum verrichtet zum Aufbau der Morgen.
Sie haben doch mal vorhin was vom Malen gesagt. Ich war das. Ich war das. Ich war das. Ich hab nicht gewonnen. Nein, nein, ich hab nicht erzählt. Ich war das. Nein, was ist das? Was Sie malen müssen. Das Gesicht eines zum Tode verurteilt, eine Minute vor seinem Tode. Wieder. Das Gesicht? Ja. Wie? Ich weiß nicht warum, nur das Gesicht, eine Minute. Ich habe so in Basel so ein Bild gesehen. Nur das Gesicht, eine Minute, bevor das Eisen niedersaust. Während er doch mit den Füßen auf den Stufen zum Schafott steht. Erzählen Sie doch, wie malt man denn solch ein Gesicht? Einfach nur das Gesicht. Wie sieht es denn aus, das Gesicht? Wie ist es denn? Ich weiß es nicht. Jetzt hör mal auf, wenn Sie sagen, Sie hätten mehr gelebt, dann waren Sie doch glücklich. Dann haben Sie doch mehr gelebt und nicht weniger. Warum widersprechen Sie sich denn immer fort und entschuldigen sich immer zu? Also bitte, sag doch mal, wie redest du denn mit ihm? Er hat doch ganz hervorragend gesprochen. Warum willst du ihn denn jetzt entmutigen? Schau ihn dir an. Vorher war er ganz lustig, jetzt lässt er den Kopf hängen. Nur das Gesicht. Nur das Gesicht. Ich sah sein Gesicht und wusste alles, erwartet. Und als er plötzlich das Eisen niedersausen hört, man hört es unbedingt, ich jedenfalls. Wenn ich dort liegen würde, ich würde es hören. Es dauert vielleicht nur einen Bruchteil eines Augenblicks. Aber man hört es! Unbedingt! Denken Sie nur, es wird darüber diskutiert, ob nicht der Kopf, wenn er schon abgeschlagen ist, noch eine Sekunde lang weiß, dass er abgeschlagen ist. Und wenn es 5 Sekunden wären. Was für eine Vorstellung. Malen Sie das Gesicht so, dass nur die letzte Stufe zum Schafott zu sehen ist. Der Verbrecher setzt einen Fuß darauf. Sein Gesicht ist weiß wie ein Blatt Papier. Der Geistliche hält ihm das Kreuz vor. Das Kreuz, er sucht es gierig mit seinen blauen Lippen und schaut. Und weiß, weiß, weiß alles. Das Kreuz und der Kopf, das ist das Bild. Das Gesicht des Henkers, seiner Gehilfen, eines Geistlichen und einige Köpfe und Augen unten. Das alles kann gleichsam als Hintergrund in einer Art Nebel, als Accessoire gemalt werden. So stelle ich mir das Bild vor.